Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Airbrush Effects. Diesmal ein bisschen anders, denn es gibt heute eine kleine Berichterstattung. Denn wie viele von euch wahrscheinlich schon wissen, gab es letztes Wochenende die Hobby-, Spiel- und Modellbaumesse in Leipzig. Die findet jedes Jahr Anfang Oktober statt. Und wie jedes Jahr gab es auch eine Airbrush-Ausstellung. Und wie viele von euch wahrscheinlich schon denken könnt, wahrscheinlich könnt ihr euch das alle denken, ich war vor Ort, leider nur einen Tag, aber an diesem einen Tag hatte ich die Kamera dabei, habe ein paar Videos und Fotos gemacht und wollte euch jetzt einfach mal so einen kleinen Einblick gewähren, was da so abgeht, euch ein paar nette Leute vorstellen und die Messe läuft immer je nachdem 3 bzw. 4 Tage. Und um wirklich so alles zeigen zu können, bräuchte man eigentlich schon wirklich nur einen Tag zum Filmen. Ich hatte leider nur einen Tag zur Verfügung. Aber ich hoffe, nächstes Jahr wird ein bisschen mehr draus. Ansonsten, auch hier oben gibt es einen Link, der führt euch zu Onkel Hirschis Berichterstattung, der ein bisschen ausführlicher ausgefallen ist. Guckt es euch an. Ohne jetzt großartig noch weiter zu labern, würde ich sagen, viel Spaß und Film ab!
Wir sind hier gerade beim Frank Stahlberg, ist doch richtig, ne? Richtig. Ja? Okay. Und er würde uns nur gerne einmal erzählen, wie er zu diesem geilen Motiv gekommen ist. Und ja, leg mal los. Also prinzipiell gibt es bei mir die verrücktesten Möglichkeiten. Manchmal ist es nur der Traum. In diesem Fall sind wir mit den Kindern spazieren gewesen, in der Nähe von Bad Salzuflen, dort noch ein paar Teiche. Da gibt es da so fast urwaldbelassenen Wald und viele Baumstümpfe, ja, die mit völlig verschlungenen Wurzeln dastehen. Und ich habe nur die Wurzeln gesehen und plötzlich war das ganze Bild bei mir im Kopf. So mit dem Titel zu dem Projekt Weibsbild, an dem ich gerade arbeite, soll dies jetzt Mutter Erde werden. Ja. Und das kam mir von diesen Baumwurzeln in den Sinn. Da habe ich von irgendeinem anderen Künstler noch so im Hinterkopf gehabt, so ein Mädchen in dieser Haltung. Da habe ich halt mein Model gefragt, ob sie diese Haltung mal einnimmt und ich dann die entsprechenden Ergänzungen mache. Und ja, so ist sozusagen das Grundmotiv entstanden, die Idee dazu. Und ist das dann auch so, dass du das wirklich schon völlig fertig vors innere Auge hast? Oder ist das dann auch eine Sache, die sich erst im Laufe des Projektes entwickelt? Meistens habe ich es schon fast komplett im Hinterkopf. Ich mache dann eigentlich ein paar Skizzen auf normalen DIN A4 Blättern, ja, mit Bleistift, bis mir die Komposition so gefällt. Und dann kommt das Ganze auf den Originalmalgrund und sieht in dem Teilbereich noch sehr deutliche Bleistiftstriche. Das mache ich deshalb, weil ich teilweise für verschiedene Farben das Ganze mit Schablonen abdrücke. Ja. Mit transparentem Zeichenpapier oder hochtransparentem Zeichenpapier, wie sich das nennt. Das kann ich da drüber legen, kurze nachzeichnen und dann mit dem Skalpell ausschneiden. Im Laufe des Arbeitens, in einigen Bereichen sieht man schon, verschwinden die Striche dann. Das geht mit leichtem Radieren, weil der Bleistift eben leichter wegzunehmen ist und nicht so gut auf dem Untergrund haftet wie die umgebende Acrylfarbe. So, und Schicht für Schicht wird sich das Bild jetzt mit allen Farben aufbauen und immer mehr an Tiefe gewinnen. Ja. Alles klar. Vielen Dank für die Erläuterung und für die Geschichte hinter diesem richtig schönen Bild. Ja, das Problem ist, ich weiß nur nicht, worüber man sich unterhält bei sowas. Das ist immer das Problem. Das hab ich nämlich auch. Bei Onkel Hirschi ist das einfacher. Der sagt drei Sätze und dann fängst du an zu lachen. Da kannst du nicht arbeiten. Ja, das stimmt. Dann schlägt seine Kleine noch in dieselbe Kerbe und dann hast du hier gar nichts mehr zu tun. Ja, ansonsten, das ist hier der Holger, besser bekannt als Rabenschatten, auch auf Englisch genannt Raven Shadow. Richtig? Richtig. 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 Link wird unten natürlich wie immer eingetippt, eingeschrieben, wahrscheinlich eher kopiert. Copy and Paste ist eh. Ja, Copy and Paste, hey, hallo, ich habe noch nie so viele Tasten benutzt wie die beiden. Früher war es aber eine andere. Steuerung alt entfernt. Scheiße, Computer hängt wieder. Ah. Ja, Windows hat sich da ja verbessert, ne? Aber naja, geht so, ne? Ich hab kein Windows mehr. Mal was ganz anderes. Keine Totenschädel. Auch keine eingebauten. Und vor allem gar kein Schwarz. Also man muss ja dazu erwähnen, dass der Holger, der hat ja früher eigentlich eigentlich nur schwarz-weiß gemalt, ne? Ja. Und ja, jetzt hat er einfach mal geschnallt, wie man das mit Farben macht, ne? Ja. Dank der guten Hilfe von dem Markus, den habe ich ja auch schon gefilmt. Das heißt, den werdet ihr in diesem Video schon gesehen haben, beziehungsweise noch sehen werden, je nachdem. Wo ihr gerade anfangt zu gucken. Genau, beziehungsweise wo ich das hinschneide. Mag sein, dass ich das nach Lust und Laune mache. Ich liebe den Kompressor, aber... Autsch! Ist schon heiß geworden. Wenn du mal guckst, wie der Schlauch normal aussieht und wie der Schlauch hier unten aussieht, da siehst du nämlich schon eine leichte Färbung. Also da kommt dann demnächst irgendwann mal Wasser.
Tja Leute, also hier könnt ihr auch schon mal sogar noch was dazulernen. Sobald der Kompressor heiß wird, entsteht Wasser im Schlauch. Jo. Ergo, wenn das nachher so weit ist, muss da unten noch ein Wasserabscheider drunter, sonst funktioniert das gar nicht. Na, seht ihr, da ist doch ein wunderbarer Tipp. Und würde ich mal sagen, malst du mal schön weiter und ich guck mal, was sonst noch auf der Messe los ist. Klar, mach das. Kein Thema. Wir sind hier gerade beim Laurus und der hat eine ganz geile Technik, eine ganz spezielle. Und der erzählt uns jetzt mal ein bisschen was über seine Technik und vor allem über sein Buch. Genau, liebe Leute, ihr habt ja gerade gesehen, der Bass hat gerade so ein paar Ausschnitte hier gefilmt, wie ich eine Leinwand, das Innere einer Rose mit einer Wasserperle in drinne, in spüllosen Airbrush-Mischtechnik gestaltet habe. Diese Technik habe ich vor einigen Jahren selber entwickelt. Was heißt, ich benutze die Spüldosenfarben als Airbrush-Farbe und hat natürlich mehrere Vorteile. Zum einen habe ich einen hochpigmentierten, hochdeckenden, farbbrillanten Lack zur Verfügung, der auf fast allen Untergründen bei jeder Witterung haftet. Ja, egal ob auf Garagentor, auf Holz, Metall, auf Kunststoff, natürlich Fassaden, Innenwände und so weiter. Und benutze dann diesen Lack, mit dem ich große Flächen gestalten kann, große Farbübergänge schaffen kann. Den benutze ich dann als Airbrush-Farbe. Und kann so natürlich sehr schnell und effektiv und vor allen Dingen auch materialsparend arbeiten. Ne? Und genau. Der andere Vorteil ist natürlich vor allem auch diese Zeitersparnis. Ne? Dadurch, dass ich eben diese großen Flächen mit der Spüldose schnell und effektiv gestalten kann, spare ich natürlich unheimlich viel Zeit gegenüber der herkömmlichen Airbrush-Technik. Und Materialersparnis natürlich auch. Nicht unwesentlicher Faktor, gerade wenn es um Auftragsmalerei geht. Ne, es ist ja doch ein großer Unterschied, ob ich für 400 ml Wasser Airbrush-Farbe, die nicht deckt, die nicht leuchtet, die nicht kräftig ist, die auf den meisten Untergründen nicht haftet, die also überall versiegelt werden muss, weiß ich nicht, irgendwie 20 oder 30 Euro bezahlen muss, oder ob ich für eine Büchse Molotow 400 ml 3,75 Euro bezahle. Ne, das ist natürlich schon ein sehr großer Unterschied. Und ein großer Unterschied ist auch, ob ich für ein Garagentor in herkömmlicher Airbrush-Technik 3 Tage brauche oder ob ich in spüldosen Airbrush-Mischtechnik für ein und dasselbe Garagentor mit dem wesentlich besseren Lack 5 bis 6 Stunden brauche. Ja? Und genau, für tiefergehendes Know-how sozusagen empfehle ich natürlich mein neues Artbook, The Way to Brush and Spray. Der Name sagt es ja schon, in diesem Buch werde ich also erstmalig genau erklären, hochdetailliert, wie funktioniert die spüldosen Airbrush-Mischtechnik, wie gestalte ich Fassaden, wie gestalte ich Innenwände, wie gestalte ich Fahrzeuge, wie gestalte ich Garagentore. Ganz wichtig vor allen Dingen, wie sind die entsprechenden Untergründe professionell vorzubehandeln. Wo bekomme ich das ganze Material und. In vielen Schritt-für-Schritt-Anleitungen wird also diese ganze Sache sehr detailliert beschrieben auf 208 Seiten.
vollfarbig natürlich, genau, kostet 24,95 €, gibt es bei Amazon auf meiner Internetseite und in jedem gut sortierten Buchladen und in allen Airbus-Shops. Die ganze Ausgabe, ganz wichtig, gibt es auch in Englisch. Es gibt das ganze Buch nochmal in einer englischen Ausgabe, was natürlich für das Ausland sehr interessant ist. Und genau, also dieses Buch sollte eigentlich für die Leute, die mit Auftragsmalerei irgendwie sich näher gehen, beschäftigen wollen, sollte dieses Buch relativ interessant sein. Genau. Ja, ja, Leute. Dann wünsche ich viel Spaß beim Experimentieren und beim Nachmachen. Ja. Alles Gute. Danke sehr, Laurus. Und Leute, ihr habt es gehört, kauft euch das Buch. Ist eine richtig geile Geschichte und ja, danke fürs Gespräch. Was du sagen sollst. Du redest jetzt lauter, damit wir es auch hören können. Ja, toll, die Kamera läuft schon, ne? Ey, die Kamera läuft und der Hirschi, der fängt an zu husten. Das ist so typisch. Sei froh, ich habe nicht gebrochen. Oh Gott. Was soll ich mir okay. erzählen? Also Leute, das ist jetzt hier, ich zeig mal den Nippel. Komm, mach mal hier, ja genau. Ja, das ist der Onkel Hirschi. Aber das viel ist interessanter nämlich als die Brust ist der Rücken. Okay, dann zeig mal deinen Rücken, warte mal. Da kriege ich die ganze Werbung drauf. So, also Let's Airbrush mit Onkel Hirschi und da könnt ihr es sehen, Leute. Ich habe aber auch die ganzen Links immer in meiner Beschreibung drin. Ne? Mal auf also meinen Arsch zu filmen. Ja, okay. Jetzt komm, erzähl mal was über deinen Kanal, über meine das, was du so machst. Meine Damen und Herren, wir kommen hier aus Leipzig, willkommen auf meinem Kanal, auf Onkel Hirschi. Ach nee, wir sind hier auf deinem Kanal, ne? Ja, das ist jetzt eigentlich mein Kanal. Dann kommt ihr mal schnellstens drüber auf meinen Kanal. Wir machen im Prinzip genau das Gleiche. Nur, dass er es schlechter macht. Sieht so aus, als wären wir Konkurrenten, wir sind es aber eigentlich gar nicht, wir sind immer noch dicke Freunde. Ne? Genau, warte mal. Geht nicht. Ja, so, doch, das geht doch. Doch. Machen wir jetzt Outtakes oder machen wir ernsthaft? Nee, wir machen ernsthaft, das ist ein ernsthaftes Video. Ja. Also im Prinzip die deutsche Airbrush-Elite in Videos. Genau, ne? Das sind wir. Genau. Ja. Und wir haben uns trotzdem lieb. Genau. Auch wenn wir immer das Gleiche machen. Ja, eigentlich machst du mich nur nach. Das läuft immer noch, oder? Das läuft immer noch, ja klar. Ich möchte anmerken, dass meine Videos viel früher da waren als seine, also macht er mich nach. Das stimmt. Eigentlich hatte ich die Idee, dann hat er das von mir mal gehört und hat dann gesagt, okay, ich mache das jetzt, nur weil ich keine Zeit habe. Nein, also im Ernst, Leute, das ist also der wie heißt du mit richtigen Namen? Hirschi reicht. Okay, Hirschi reicht. Also Onkel Hirschi im Ganzen. Und ja, das ist eigentlich der Typ, der angefangen hat mit den ganzen deutschen YouTube-Videos. Naja. Da waren aber noch andere vorher. Ja, okay, aber der ist richtig geil gemacht. Wir sind einfach mal quer eingestiegen, wir beide. Ja. Da gibt es kein Ich, gibt es kein Du. Wir sorgen dafür, dass ihr ein bisschen was lernt und ein bisschen Spaß mit Airbrush findet. Und dafür sind wir da. Ist Pommesgabel! Pommes. Ja, okay. Pommesgabel. Und aus. Ja, also dann Leute, willkommen am Createc-Stand. Das ist der Stand von der Farbe, die ich benutze und ich stehe hier jetzt neben dem Jörg.
Der wird euch gleich mal was zu den neuen Farben erzählen. Ganz kurze Info vorweg, ich werde in den nächsten Videos mal euch genauer erläutern, wieso, weshalb, warum Createx. Und ja, jetzt würde ich das Wort weitergeben an Jörg. Ja, ich bin Jörg Warzischek, ich bin quasi hier der Geschäftsführer und wollte euch was über die neuen Illustrationsfarben erzählen. Die Illustrationsfarben gab es bisher in 60 Millilitern und dort eine gesamte Farbreihe durch. Und was es jetzt zusätzlich gibt, sind neben 30 Milliliter Flaschen, also kleineren Packungseinheiten, eine gesamte neue Serie. Und zwar sind das die Bloodline Illustration Colors. Die Bloodline Illustration Colors sind eine Ergänzung, farbliche Ergänzung zu den bisherigen, zur bisherigen Farbe. Und sind dafür gedacht, sind von Tim Gore entwickelt worden, der humanoide und menschliche Gestalten für Filme realisiert. Und da geht es darum, möglichst detailgetreu die Sachen und naturgetreu Sachen wiederzubringen. Und die Bloodline-Farben haben dann auch die entsprechenden Bezeichnungen. Also wenn man mal guckt, hier einfach mal so wahllos. Green, na gut, das ist eine andere. Wir nehmen mal das Injury Ocker, also Injury. Ja, also ich komme gerade drauf. Ja, ich auch nicht. Na gut, später. Wir kriegen das hin, ist keine Frage. Unfall, Verletzung. Verletzungsocker, ganz genau. Ja. Und, also es sind echt Farben, die halt speziell dafür gedacht sind, Wunden und Blutungen und Ähnliches realistisch darzustellen. Ja, ganz genau. Ja. Das auch, also menschliche Darstellungen oder von Tieren oder ausgedachten Fabelwesen, aber dass die aussehen, als wären die lebensnah. Das ja. ist letztendlich die Zielsetzung der ganzen Geschichte. Und das sind halt transparente Farben, wie die anderen Illustrationsfarben auch. Und ja, lassen sich genauso verarbeiten. Das ist interessant. Ja. Ich denke, das ist für den Bereich relativ interessant. Und ab wann gibt es diese Farben? Sind die schon im Handel? Die Farben sind jetzt gerade in Handel gekommen, also sozusagen ganz frisch hier seit kurzem verfügbar. Also das sind sozusagen die ersten Flaschen, die es gibt. Genau. Ja. Aber die sind jetzt auch schon im Handel. Also die alles sind, klar. Also online bestellbar und im Vertrieb. Ja. Im Vertrieb. Und es sind 15 neue Farben, die jetzt dazu gekommen sind. Also die in dieser Bloodline-Serie drin sind. Ja, dann würde ich sagen, Leute, müssen wir mal demnächst eine Bestellung aufgeben. Und vielen Dank, Jörg. Ja. Und werden wir mal gucken, was diese Farben so tauchen. Ne? Alles klar. Danke fürs Gespräch. Jo. Tja Leute, das war's dann schon mit der Berichterstattung. Wie am Anfang schon erwähnt, leider ein bisschen kurz ausgefallen, aber besser kurz als gar nicht. Und es gab natürlich noch viele weitere Leute vor Ort, viele weitere Künstler und auch Händler und Hersteller. Zum Beispiel war nicht nur Createx mit Iwata da, sondern war auch Harder und Steenberg vor Ort, die Düse waren vor Ort, der Airbrush Fachverband, Airbrush Step by Step. Und wie gesagt, noch etliche Künstler, die man auch hätte interviewen können und mal über die Schulter schauen können. Nur eben leider, wie gesagt, zeitlich begrenzt diesmal. Nächstes Jahr habe ich da schon ein bisschen was mehr eingeplant. Mal sehen, was draus wird. Und ja, wie auch schon erwähnt im Video, im Interview mit Jörg, werde ich auch demnächst mal ein Video bezüglich meiner Ausrüstung machen. Einmal so ein separates Video zum Thema Farbe und ein separates Video zum Thema Airbrush Pistole. Ob schon das nächste Video sein wird, das weiß ich noch nicht. Einfach mal gucken, wie ich so zeitlich das alles hinkriege. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt so einen kleinen Einblick bekommen in die Airbrush-Ausstellung auf der Hobby-Spiel- und Modellbaumesse in Leipzig, und wenn ihr Zeit habt und vor Ort sein könnt, ich kann es wirklich nur empfehlen, ist wirklich eine geile Sache, eine geile Erfahrung, viele nette Leute, viele tolle Kunstwerke, wirklich. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken und
bis zum nächsten Mal.